Hallihallöchen und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Jawohl, ein wenig wieder versetzt allerdings, ja. Ich muss dazu sagen, sorry. Nö. Ja, nö, doch, nein. Nicht sorry, weil hey, wir sind alle Menschen, ne? Alemannia. Alle Menschen. So, nein. Also das Ding ist, dass ich mich ja auch in vielen Dingen auch ein wenig umschaue und belehre und noch pipapo. Und ich muss ein bisschen sagen, langsam auch ein bisschen verstehe, was eigentlich so alles mit mir abgeht und mit vielen, vielen anderen Menschen so abgeht. Und das ist traurig irgendwo. Naja, gut. Aber na gut, da wollen wir jetzt nicht so weit reingreifen. Allerdings, es gibt so Gesetze der Natur. Da gibt es ein riesenlanges, schönes Video. Und und auch viele andere Dinge, wo man sagt, okay, das sind wohl teils auch Irrtümer und sonstiges, worauf man heutzutage auch noch ein bisschen drauf rumreitet. Und dass das Problem ist halt, dass das manche Dinge einfach nur Symptombekämpfung sind, sagen wir es mal so. Und andere Sachen noch dazu, und das ist ein bisschen traurig. Naja, so, aber noch haben wir den freien Willen und alles, und noch kann uns keiner irgendwas verabreichen oder sonstiges, was wir nicht wollen. Und das ist doch das Positive an dem Ganzen. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Weil als Mensch in dem Sinne und sonstiges ist man ja auch nicht so in der Materie, ne? Und so. Und meine Frau meckert zwar immer mit mir. Pipapo und sonst was, aber manchmal machen es die Männer einfach mal richtig, ja, nicht zum Arzt gehen oder sonstiges und sagen, hey, ich warte erstmal ab, und wenn es dann wirklich extrem wird, dann kann man ja immer noch gehen oder so. Und viele Sachen, die regelt der Körper einfach von selber, ja, also das kann man mal so sagen. So, und ich habe auch immer gedacht, oder es war immer so, nach dem Motto, man könne keinen Schlaf nachholen und dies und das und pipapo, was gar nicht so richtig ist. Also muss ich sagen, das ist irgendwie nicht so wirklich richtig, weil es gibt bestimmte Phasen, und irgendwann holt sich der Körper, was er braucht. Es ist einfach so. Deswegen hab ich zum Beispiel auch manchmal so richtig fette Down-Phasen. Ja, also die hat meine Frau auch, und da sage ich dann so, boah, ich bin so arschmüde, also am besten könnte ich mich nur noch hinlegen und eine Woche durchschlafen, so ungefähr, ja, also, aber manchmal ist das auch gar nicht mal so schlecht, ja, wenn man einfach mal so, ne, ich hau mich weg, tschüssi, wir sehen uns nächste Woche wieder, ne, eigentlich hat man immer so Schwankphasen dazwischen, so zwischen wach und müde und so was, und, aber manchmal braucht man einfach mal so eine Auszeit, ne? Wo man wirklich so alle Viere von sich und Gott lieben Judenmann sein lassen. Aber auch was sehr, sehr wichtig ist, ist vielleicht auch so ein bisschen seine Konflikte innerlich, die innerlichen Konflikte, ne? Also die man mit sich selbst ausmachen muss, vielleicht auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was ist alles passiert, etc. Und das ein bisschen aufzuarbeiten und dann abzuhaken, ne? Also das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. So, weil man hat ja überall Stress und dies und das und tralala. Und auch mal so ein bisschen die Ängste, die man so in sich trägt, einfach mal ein bisschen aufzuarbeiten. Ich glaube, da bin ich momentan extremst bei, und das eigentlich schon seit enorm einigen Jahren. Und irgendwann kommt's raus, ne? Also irgendwann so. Und ich sag euch eins, viel Wasser trinken dabei.
Ich hab letzte Woche ungefähr, glaube ich, so um die, ich glaube fast 4-5 Liter Wasser getrunken. Und was nicht normal ist in dem Sinne, aber der Körper, also das signalisiert er einfach mit trockenem Mund etc. Da trinkt man warum mehr. Und da ist es dann so, dass der Körper auch ausschwemmt. Also ne, dann ist es auch egal mit den Mineralien etc. Kann man ja mit unserem schönen Mineralwasser wieder nachfüllen. Das ist das kleinste Problem. Und so, sondern einfach mal, es gibt so eine Art, ja, meistens, wenn man auch krank ist und so, muss man viel auf Toilette, ne? Das ist eben eine Art Reinigungsprozess des Körpers. Und dass der alle Schlacke, Giftstoffe, sonst Müll, einfach mal raus damit. So, und durch viel Trinken und so, weiß man ja auch, ne? Wenn man krank ist oder so, soll man viel trinken. Und das hilft dem Körper einfach, den ganzen Rotz aus dem Körper rauszukriegen, ne? Der eben nicht dahin gehört oder der abgebaut wird, etc. Pipapo. So, aber genug davon. Wir wollen natürlich jetzt wieder ein bisschen streamen und spielen und Spaß haben und pipapo. Ja, ich weiß, ich mache manchmal so am Rande erwähnt, so ein paar, ja, wie könnte man es nennen, Vlogs oder so, was so in meinem Leben ein bisschen abgeht. Oder besser gesagt, ja, ich kümmere mich momentan so ein bisschen auch um meine eigene Gesundheit. Und das sollte jeder eigentlich ein bisschen tun, ein bisschen offen sein, auch für ja, es gibt ja immer diese Scharlatanerie und sonst was. Ja. Also, ne? Ich sag da mal nichts zu, oder doch? Naja, also früher hatte man immer geglaubt, so nach dem Motto, ja, alles, was du Böses tust, das kommt auch auf dich zurück, ist auch irgendwie schon richtig, aber das hat mehr mit den Gedanken und Karma und Pipapo zu tun, was man so bedenkt und ja, dass man sich selbst eigentlich verrückt macht und auch krank irgendwo. Das ist schade. So, aber na gut. Wie gesagt, ich ja, gucke momentan nach vielen, vielen Sachen und. Und da muss ich mal schauen. Also man muss alles irgendwo hinterfragen. Und das ist eine Lehre, die habe ich eigentlich von unseren Lieben. Ja, Komödianten sind es ja nicht, sondern von ja, auch Komödianten auch, aber ja, eigentlich von denen auch so ein bisschen gelernt oder gesehen, wo ich dann sage, ja, eigentlich ist es richtig. Also, wenn man jetzt so ein Kind sieht, ne, ein Kind, was recht frisch ist, neu geboren und so weiter, das hinterfragt die ganze Welt. Ja? Warum fliegt die Ente da oben? Ja, weil sie fliegen kann. Bumm. Ja, aber wir müssen auch viele Sachen nicht nur so hinnehmen. Ja, warum ist das so? Weil ist so. Weil Baum, ja, und dann sagst du, ja, toll, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher auch, ja, sondern wir müssen uns dann für die Dinge, wo wir uns interessieren, ich sage jetzt nicht, dass sich jemand für Medizin oder sonstiges interessieren muss, aber ich denke, das kommt auch mit dem Alter, so, dass man dann, ja, irgendein T-Shirt habe ich heute an, dass man, ja, einfach mal so ein bisschen selbst nachhaken, selbst guckt und sich die Welt einfach mal selbst wieder anschaut und nicht nur alles glaubt. Ne? Also nicht alles. Alles, was glänzt, ist Gold und ja, auch Silber und Eisen und sonst ist es gut. Also, ne? Ja, es gibt, denke ich mal, so in der Hinsicht gar kein 9-Plus-Ultra-Heilmittel oder so, ja. Das. Außer vielleicht Wasser. Wasser ist wirklich eine gute Sache. Und man sagt ja auch, Wasser ist Leben. Ja? Also daher kommt übrigens auch Leber. Weil die Leber alle Stoffe verarbeitet und so weiter im Körper, die man so als Nahrung zu sich nimmt. Unter anderem auch Wasser. Wasser ist eigentlich auch Nahrung in dem Sinne. Mm.
Ja, allerdings, ja, mit den Mineralien und so weiter. Da müsst ihr mal gucken. Ja, also. Ja, wie gesagt, da gibt es ja zum Beispiel diese Wunderwasser oder Heilwasser aus Lourdes und wo war das? Bernö oder so. Und ja, die haben auch eine Art negative Ladung. Ja, das hat man wirklich mal komplett untersucht und so weiter. Und Wasser kann auch Struktur haben, was meistens bei Leitungswasser etc. nicht mehr so wirklich ist. Ja. Aber da macht man halt mal einen Wirbel im Wasserglas und man kann sich ja auch mal einfach nur beim Wasser bedanken. Ne? So ein bisschen, dass das Leben doch da ist. Ne? Also das Leben, was Wasser uns allen schenkt. Also uns Menschen, den Tieren und der Natur natürlich. Und ich glaube, es gibt kein Dings, wo kein Wasser drin ist. Selbst in Beton, das hat man mal auch in der Doku gezeigt, sind Wassereinschlüsse. Und wenn die irgendwann mal verdunsten oder irgendwas sind, dann wird Beton brüchig. Ja, also ohne Wasser funktioniert eigentlich auf dieser Welt gar nichts. Das muss man so festhalten. Ja? Also ohne Wasser kannst du nichts machen. Ja, und selbst hier unser Holz und sonst was, ja, das ist. Ja, es ist Wasser. Also es ist ohne Ende Wasser drin. Es sind ja Holzfasern und so weiter. Und klar, wenn das Holz zu trocken wird, zu spröde und so weiter, dann ja, fängt es auch an zu bröckeln und zu brechen. So, aber genug darüber gequatscht, würde ich sagen. Wir fangen jetzt mal mit unserer schönen Dings wieder an. Factory Ton, Town. Ach Mann, Factory Town. Ja, genau. Ja, entschuldigt bitte. Ja, ich habe gerade noch ein bisschen was gefuttert. Ihr wisst ja, ne, mit meinem Sodbrennen und so weiter. Ja, aber ich versuche da mittlerweile schon auch wieder ein bisschen mehr biologisch ranzugehen, oder besser gesagt, was heißt biologisch, also natürlich ranzugehen mit verschiedenen Sachen. Und ja, also ne, man kann ja auch Natron nehmen oder sonst was, oder Bullrichsalz, wobei das sollte man auch nicht zu viel nehmen, ist auch nicht so gesund, aber na gut. So, meine Lieben, jetzt aber genug des Themas. Wir werden jetzt das Spiel laden und Live-Let's Play. Da geht's auch wieder los. Yay! Wobei, ja, ich muss sagen, wir sind ja momentan ein bisschen Lagergebäude, wie Lager und Silos. Und auch die Arbeiter haben flexibles Lager. Okay. Soll etwas nicht eingelagert werden, muss es mittels Filter aus der erlaubten Reihe. Ja, okay, das ist auch gut. Das wissen wir eigentlich schon. Ne? Also, achso, ja, hier ist WSD. Gestern habe ich 7 Days to Die gespielt mal. Und ja. So, ja, genau. Wir waren ja dabei stehen geblieben, dass wir jetzt hier jede Menge Holz abgehackt haben. Hier vorne habe ich quasi einen Weg gemacht und hier hatten wir schon eine Apotheke gebaut. Und ja, die ist aber, ja, da habe ich jetzt das Verschiebwerkzeug mal benutzt und habe die Apotheke quasi zwei nach hinten geschoben, damit wir hier auch eine Doppelstraße hinbekommen und ja, das Ganze halt ein bisschen besser funktioniert. So, hier vorne ist, glaube ich, noch eine Ansammlung von ein paar Karren. Okay, und jetzt seht ihr, jetzt muss der nicht hier immer lang fahren und bleibt hier hinten stecken und so weiter, sondern der fährt jetzt hier unten lang und so, und jetzt kann er auch die Sachen abgeben. Ne? Also, ja, das ist auch immer so eine Sache mit den Einbahnstraßen und so fort. Pipapo. So. Da, 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 da. Nee, das wollte ich alles. Ich wollte Logistik haben, und zwar die Einbahnstraße hier. Schieber, Greifer, nee. Wo waren das jetzt? Umschaltern. Dings, nee, das ist alles noch blockiert. Also das kommt später irgendwann mal. Werkzeug. Ja, hier gibt es nicht Werkzeuge und so weiter. Ressourcen entfernen zum Beispiel.
Könnte ich machen, finde ich aber blöde. Also zum Beispiel hier vorne. Nee, jetzt ist ja das Problem gar nicht mehr, ne? Das habe ich ja umgebaut. Jetzt ist das Problem in dem Sinn nicht mehr, dass dieser eine Pinöppel da zu weit, also zu sehr da war. Und ja, aber ich glaube, wir werden noch eine Menge umbauen. Wir werden bestimmt noch eine Menge umbauen. Vor allem, ja, müssen wir mal gucken, dass wir ja, verschiedene Sachen noch machen werden. Was war doch Logistik? Einbahnstraße, da ist sie doch, Mensch. Ach, Mensch, du. Das gibt's doch nicht. So, jetzt werde ich mich diese Straße hier vorne auch als Einbahnstraße nochmal einteilen. Allerdings, ja, ne? Nee, warte, der ist Quatsch. Der ist Quatsch. Mal entfernen. Nee, rechtsklick einfach. Ja, hier vorne ist Quatsch. Da sind gleich zwei Kreuzungen. Also da könnte ich so und so machen. Dann wäre das eine Einbahnstraße. Und ihr habt gesehen, er ist gerade vollkommen daneben vorbeigefahren. Also das ist ja eine Frechheit. So, dann könnten wir das hier als Einbahnstraße machen. So, das bedeutet, er kommt von hier, fährt da lang, drum. Kommt von hier. Also es ist ja nur dazu da, ein wenig die Autos zu sortieren oder die Vehicles, dass die Käse. Das war Käse. Dass sie eben, ja, jetzt fährt er eigentlich schon. Es reicht auch theoretisch nur eine Seite Einbahnstraße zu machen, aber jetzt kann er hier lang fahren. So, jetzt ist das Problem, er schert hier vorne aus, ne? Also hier kann er ja auch nicht, das ist ein Haus. Und das bedeutet, wir müssen quasi diese Ausschererei hier gedulden. Also da ist dann wirklich so, dass wir sagen müssen, ja, okay, da muss ich ihn auch ausscheren lassen. Ja, also dass er hier nochmal eine Art Kreuzung hat, damit er hier rüberkommt, weil sonst müsste er den ganzen Umweg hier lang, da lang und dann hier irgendwie rum. Das wäre blöd. Das wäre ein bisschen blöd. So, wir haben, glaube ich, unsere Gebäude auch ein bisschen erweitert. Etc. Boah, ich bin gerade ein bisschen müde. Ja, jetzt kommen wir auch noch in die Müdigkeitsphase. Ja, weil es ist auch ein schönes, entspannendes Spiel. Und jetzt muss ich mal gucken. Also hier vorne war ja... ja, warte mal, kannst du mal... das Holz hier irgendwie ablegen. Oder ist das das? Nee, das ist nicht. Das ist gesägtes Holz, ne? Leg das mal hier ab. So. Okay, also der holt Holz und bringt es hier rüber zum Papierwerke. Und zwar haben wir ja den ganzen Wald da abgeholzt. Und so, jetzt kann er Holz holen und da wieder einlegen, lagern. Oder hier. Weiß nicht, hier. Ich glaube, das macht er schon die ganze Zeit. Hier sind nämlich lauter Holzbretter drin. Und diese Bretter, die flutschen auch gerade gar nicht, weil... hier ist normales Holz drin. Da müssen wir mal gucken. Das sollte eigentlich hier abfließen. Da flutscht auch was irgendwie. Aber, ja, dass hier wieder Bretter reinkommen. So, hier hinten sind auch noch lauter Bretter, lauter Holzdinger drin. So, und das Holz, das wollte ich eigentlich, ja, es ist langsam auch doch, jetzt mal irgendwann, ne, mit unseren vier Sägewerken und so. So, wir haben noch ein riesen, mega Monsterplatzproblem. Ja, das mit dem Leder müssen wir auch mal gucken, dass wir das irgendwie loswerden hier. So, der braucht noch Nägel. Eigentlich sollte der doch hier so machen, oder? Nee, warte mal, ist das irgendwie Quatsch, was ich gerade mache? Bitte. Na, hierhin. Ach, haben die das schon wieder umgeändert, oder was? Nee, ach nee, warte. Ah, jetzt. So, und jetzt... holt er ihm was? Leder. Okay. Er holt Leder. Dann geht er hier hin und will irgendwas holen. Allerdings, ich weiß nicht, ob es da ist. Jetzt steht er davor und sagt, ich weiß nicht mehr. Gott, ey. Also teilweise ist das wirklich so jetzt.
Gurte nochmal Leder. Okay, jetzt fährt er auch immer drumherum.